So, herzlich willkommen zurück. Da hat gerade mein Stuhl geknarrt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gehört habt. Da habe ich mich zurückgelehnt und da hat mein Stuhl geknarzt. Keine Ahnung, ob das jetzt in der Aufnahme drin schon oder nicht. Huch! So, hier lang, ja. Oh, da fängt schon wieder an zu lecken. Ja, ja, Emulatoren halt. Aber leider habe ich keine andere Möglichkeit, es aufzunehmen. Ich habe weder ein 3DS mit Capture Card, oder wie das heißt, noch was, wo ich das HDMI-Signal von der Wii U aufnehmen könnte. Soll ich mir auch mal irgendwann zulegen. Aber ich glaube, als erstes ist schon mal ein neues Mikrofon dran. Dass man mich auch mal besser, also man versteht mich natürlich schon, aber ab und zu fallen noch so einzelne Silben raus. Das liegt einfach daran, dass ich, eigentlich ist die Sprachqualität von dem Mikrofon nicht schlecht, aber ich habe unglaublich viel Rauschen in der Aufnahme. Deswegen muss ich einen Rauschfilter aktivieren und der nimmt halt leider nicht nur das Rauschen weg, sondern auch Teile von meinem Gesprochenen. Und deshalb klingt es halt so blöd. Ach, diese blöden Riesenfische. Was? Ich habe gar nicht auf meine Lebensanzeige geachtet. Ups. Hahaha. Ich war fast dazu geneigt, jetzt nochmal eine neue Begrüßung zu machen. Einfach wegen dem Geräusch. Aber gut, da habe ich mir gedacht, lasse ich bleiben. Diese blöden Riesenpiranhas machen anscheinend übel viel Schaden. Da kann ich mich nicht mehr so wirklich dran erinnern. Und ich laufe natürlich auch jedes Mal in dieses blöde Viech rein. Weil man einfach nicht damit rechnet. Nein, da will ich diesmal nicht rein. Bringt mir eh nichts. Na, das gibt's doch gar nicht. So, diesmal kommst du direkt zu mir. Gut. Und jetzt? Ah, ja. So, dieses Mal hat es besser geklappt. Geht's hier unten irgendwo lang? Ich frag mich auch, wie die Bomben hier unter Wasser explodieren können, aber gut. Wir sind ja in einem Videospiel, wir müssen es ja nicht so hundertprozentig genau mit der Realität nehmen. Speicher mal hier vorsichtshalber. Ja? Ich will mich immer direkt in einen Ball verwandeln hier, wenn ich da drauf stehe. Allerdings muss man immer zuerst nach links oder rechts laufen, dass man sich überhaupt wieder bewegen kann. Was macht die Kamera da für komisches Zeug? Da schon wieder. Komische Kamerafahrten hier. Okay, hier geht's nicht lang. Vielleicht hier rechts oder irgendwas? Ne, sieht diesmal nicht so aus. So. Aber wobei, vielleicht ist hier was. Nein! Ja. Wenn ich mich hier dranhängen kann, ich vielleicht... Na? Ach so, von hier aus kann ich gar nicht schießen. Na gut. Dann wird da wohl auch nichts sein. Ah. Energietank erhalten. Hier geht es definitiv nicht weiter, wie man sieht. Das heißt, ich muss irgendwie anders hier hinkommen. Na, wieso hat mich das Teil jetzt noch getroffen? Ach ja, ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich einen neuen Beam habe. Also einen besseren, stärkeren Angriff. Gerade diese Gegner sind dann so viel leichter. Und angenehmer zu besiegen. Huch, und da ruckelt es schon wieder. Ja, ja, Emulatoren sind halt nicht wirklich so gut im meisten Fall.
Hier geht's doch weiter, ja. Da ist alles unter Strom, das heißt, da will ich definitiv nicht lang. Oh Gott, das war knapp. Wenn mich das Teil jetzt erwischt hätte, wäre ich voll ins Wasser gefallen. Huch. Ich wollte doch gucken, ob ich hier lang kann. Ah, tatsächlich. So, was bringt's mir? Ich komme hier hin. Was bringt mir das wiederum? Huch. Also hier muss ich ja da irgendwo, ja. Also ich vermute mal, der richtige Weg ist das hier im Moment nicht. Nein! Oh, natürlich. Na, häng ich da dran? Deswegen hat es hier dieses Ding zum Verschalten. So, hier lang und da. Na? Ist hier irgendwas? Moment, ich probiere es mal noch hier unten aus. Ne, sieht auch nicht so was wirklich danach aus. Dann gehe ich mal hier rüber. Aha, hier geht's weiter. Moment, will ich da? Nein, ich glaube, da will ich noch gar nicht lang. Oder? Bin mir unsicher. Ja, doch, da gehe ich mal lang. Ja, doch, da gehe ich jetzt mal lang. Aha, dann komme ich hier raus, okay. Ja, dann gehe ich danach nach links. So. Ja, so viel zu Ceres. Das war mal Ceres. Halt, Moment, hier oben geht's jetzt wirklich richtig weiter, also gehe ich jetzt doch erst nochmal zurück. Ich könnte wetten, da sind noch irgendwelche Secrets da in dem grünen Bereich. Wie lahm Samus einfach im Wasser ist. So. Da wird die Musik schon wieder bedrohlich, wie man gerade mal so spontan auffällt. Hier eigentlich noch was? Nee. Hier kann ich definitiv noch rein. Ah, der Pumpenkontrollraum. Moment, das kann man aber. Doch, das kann man zerstören. Sollte ich vorsichtiger sein. Ah, ja, okay, da komme ich noch nicht rein. Dann jetzt hier lang und da oben. Ist hier noch was? Nö. Ja, natürlich. Hier. Auch nicht. Ah, das habe ich jetzt gesehen. Na, also. So. Schätze mal, das wird es auch schon gewesen sein. Ich guck trotzdem mal vorsichtshalber noch hier lang. Nö. Hier oben noch was? Ja. Ach. Okay, ne. Da falle ich bloß wieder zurück. Also dann. Diesmal wirklich da lang. Huch. Na, ja. Oh, ich habe schon 100 Missiles mittlerweile. So.
Na, geh auf. Jetzt aber. Also jetzt nochmal durch das Wasser. Da kriegt man übrigens einen Eindruck, wie groß der Riss tatsächlich ist. Aber gut, da das Ding eh schon tot ist, hat sich die Autorisation von Bocheln eher erledigt. Oh. Das ist jetzt ganz toll hier unter Wasser. Na, ups, da habe ich aus Versehen auf den E-Knopf mit erwischt. So. Und was kommt jetzt? Ein Unterwasserraum. Da oben geht's nicht raus. So, und? Tada, Servus. Natürlich als X. Oh klar, die richtige Variante von Servus ist ja tot. Gott, dieses Ding ist so am Durchdrehen immer, dass hier wieder der Emulator abschmiert. Ja. Hier schmiert echt der Emulator ab bei diesem Riesenteil. Das ist zu spät. Ja. Schon wieder. So, jetzt aber. Na. Mist. Ah. Wie oft muss es denn noch treffen? Ihn. Servus. Nicht es. Oh, nicht. Nein. Wird schon schwarz. Na gut, er ist auch schon tot. Also, der richtige. Aha, das war's. Und da sieht man, dass es natürlich wieder nur eins war. Oder mehrere. Je nachdem, wie man es ganz sehen möchte. Jetzt dürft ihr übrigens natürlich dreimal raten, was wir für eine Fähigkeit von ihm bekommen hier. Bei diesem schnellen Teil, das die ganze Zeit durch die Gegend rast. Genau, den Speed Booster. Damit können wir, wenn wir genug Anlauf haben, schnell genug werden, um durch diese Markierungen zu rennen, die man vorhin schon gesehen hat. Beim Pumpenkontrollraum. Schon wieder zu viele Gegner. Na, hier geht's tatsächlich nicht lang. Das sieht dann so aus. Ah ja. So. Und genug Anlauf? Ja. Das kann man übrigens auch machen, wenn man dann... Ja, verdammt. Wenn man genügend Anlauf hat und dann nach unten drückt... Dann behält man den Anlauf so für sich und kann dann sowas hier ausführen. Das wird nachher noch für Secrets wichtig. Da freue ich mich jetzt schon nicht drauf. Und hier kann ich jetzt einfach durch, weil ich alles habe. Gehen wir schnell speichern. Ich würde mal sagen, da ist nächstes wieder zum Navigationsterminal, oder? Ja, natürlich zum Navigationsterminal. Huch! Moment, war hier was? Nee. Zum Navigationsterminal geht's jetzt natürlich nur mit... Ach so, nee, hier geht's natürlich nicht lang, weil... nicht genug Anlauf. Da müsste ich unter Wasser. Nein! Aber das geht ja im Moment noch nicht. Also es geht schon, aber ohne Wasser kann ich im Moment noch keinen Anlauf nehmen. Da fehlt mir noch was Wichtiges dazu.
Und da schmiert schon wieder der Emulator beinahe ab. Es gibt doch gar nicht, was dieses Ding hier rumspinnt. So. Hier geht's zum Pumpraum, oder? Ja. Nein! Oh, das war knapp. Da wäre ich beinahe schon wieder im Wasser gelandet. So, und hier kann ich jetzt schön Anlauf nehmen. Und bin erstaunlicherweise gar nicht so schnell, wie es im Spiel tatsächlich aussieht. Ich glaube, das liegt auch wieder am Emulator. Und jetzt müsste der Wasserstand sinken. Alles wackelt. Achso, ich kann mich schon bewegen. So, da sieht man, wie das restliche Wasser absinkt. Und das liegt jetzt natürlich auch nicht mehr im Strom, weil sieht man ja, die Leitungen sind jetzt in der Luft, deswegen kann ich auch in das Wasser rein, theoretisch jetzt. Also ich könnte da rein, wenn es jetzt noch hoch genug wäre. Ah ja, ist ja auch noch teilweise hier. Ich glaube, hier will ich noch nicht hoch. Ich guck mal lieber noch, was es hier so gibt. Nix. Komm ich hier? Nein, ich dachte, ich komme vielleicht hier rüber. Nein. Ich dachte, ich würde vielleicht dazwischen reinkommen. Aber gut. Dann halt nein. Huch. Ich guck gerade, wie lange die Aufnahmen wir schon rennen wieder voll gegen das Zune-Tor. Hier geht's doch bestimmt runter. Ja. Ah, okay, aber hier komme ich auch noch nicht weiter. Oh, das Sicherheitstor. Gibt's auch nichts, dann gehe ich wieder hoch. Sieht man ja die roten. Huch! Sieht man ja, wenn man die Karte öffnet, hier die roten sind die höchsten Sicherheitsstufen. Also, falls jemand jetzt nicht gesehen hat, da rechts oben, Brunner, Status. Oh, dann könnte ich mir mal wieder angucken. Ja, steht im Moment auch noch nicht so wahnsinnig viel dran. So, aber jetzt kann ich hier unten durch. Huch. Ah, die Viecher schon wieder. So. Haben wir noch welche? Nee, aber hier geht's definitiv lang. Ah, okay. Geht's hier noch lang? Nee. Dann, oh, nehme ich mal Anlauf. Okay, da hoch. Und Missile-Container erhalten. Oh, ich sehe gerade, ich bin schon wieder fast tot. Ah, jetzt bin ich wieder hier am Anfang. Komme ich da oben nicht zurück? Ah doch, aber ich glaube, sonst spielt mich da der Anlauf den Berg hoch. Berg hoch kann ich, glaube ich, keinen Anlauf nehmen. Ah, die Gegner kann ich hier einfach mal schön über den Haufen rennen. Und mich danach wieder verletzen. Und zack. Da wäre ich wieder am Anfang. Jetzt kann ich übrigens auch da unten durch. Und hier lang irgendwo. Ach, natürlich. Okay, da komme ich noch nicht lang. Da brauche ich noch was anderes dafür. Und hier gibt es wirklich nichts. Nee. Also dann halt wieder hoch. Ah, 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 nicht die Teile. Naja gut, der hat jetzt auch noch nicht... Also mit Missiles ging der auch relativ schnell. Huch, natürlich. Ich klatsche mich mal wieder gegen die Wand. Ah, und ich sehe auch gerade, es passt wieder perfekt hier mit der Folgenzeit. Kommt wieder genau hin. Ich kann hier wieder perfekt am Speicherpunkt Schluss machen. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.